Willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Beim letzten Mal hat Shinra eine unvergessliche Tat begangen. Sie haben den Block über Sektor 7 gesprengt und damit die Slums vernichtet und damit Avalanche und alle, die da waren, getötet. Einfach aus Rache dafür, dass wir Shinra ärgern. Wir sind jetzt vor Eris Haus. Eris wurde gefangen genommen, hat aber irgendwie gesagt, dass Marlene in Sicherheit sein könnte. Das wollen wir jetzt nachsehen. Ich kann schon ankündigen, in dieser Folge wird es einiges Zeitgeist geben, weil ich mich sehr, sehr dumm anstellen werde. Also kleine Minigames. Schauen wir mal. Cloud, oder? Es geht um Eris, oder? Sorry, Shinra hat sie. Ich weiß, sie haben sie von hier genommen. Sie waren hier. Das wollte Eris so. Was will Shinra von Eris? Sie soll ja angeblich die letzte des alten Volkes sein, genau. Eris ist vom alten Volk, die letzte Überlebende des alten Volkes, die einzige. Was hast du gesagt? Aber bist du nicht ihre Mutter? Nicht ihre wirkliche Mutter. Oh, es ist bestimmt schon 15 Jahre her. Im Krieg, mein Mann wurde an die Front geschickt, weit weg, an einen Ort namens Utai. Eines Tages ging ich zum Bahnhof. Ich hatte einen Brief bekommen. Er sollte im Urlaub nach Hause kommen. Mann kam nie wieder. Vielleicht ist ihm etwas zugestoßen? Nein, ich bin sicher, dass sie nur seinen Urlaub gestrichen haben. Ich bin jeden Tag zum Bahnhof. Dann, eines Tages... Während des Krieges erlebte man sowas oft. Bring Eris in Sicherheit, das waren ihre letzten Worte. Mein Mann blieb fort, wir hatten keine Kinder. Wahrscheinlich war ich einsam, darum beschloss ich, sie mit nach Hause zu nehmen. Eris und ich lernten uns sehr schnell gut kennen. Das Kind redete sehr gern, sie sprach über alles mit mir. Sagte, sie wäre irgendwo aus einem Forschungslabor entflohen. Ihre Mutter sei schon zum Planeten zurückgekehrt, damit sie nicht allein ist. Und viel mehr. Zum Planeten zurückgekehrt? Ich wusste nicht, was sie meinte. Ich fragte, ob sie einen Stern im Himmel bedeutete, aber sie sagte, es sei dieser Planet. Sie war in vieler Hinsicht ein geheimnisvolles Mädchen. Mama. Bitte weine nicht. Manchmal sagte Eris das, als ich fragte, ob etwas passiert sei. Jemand, der dir nahe steht, ist gerade gestorben. Seine Seele kam zu dir, aber er ist schon zum Planeten zurückgegangen. Damals glaubte ich ihr nicht. Aber einige Tage später erhielten wir eine Benachrichtigung, dass mein Mann gestorben war. Und so ist das geschehen. Es ist viel passiert, aber wir waren glücklich, bis eines Tages... Wir wollen, dass sie uns Eris zurückgeben. Wir suchen schon seit langem nach ihr. Nein, niemals. Eris, du bist ein ganz besonderes Kind, von ganz besonderer Abstammung. Oh, Zeng, der Chef der Turks persönlich. Deine wirkliche Mutter war vom alten Volk. Natürlich hörte ich es, dass sie vom alten Volk war. Das alte Volk wird uns in ein Land der Glückseligkeit führen. Eris wird all den Leuten in den Slums zum Glück verhelfen. Deshalb will Shinra Eris Hilfe.
Es stimmt nicht, ich bin nicht vom alten Volk. Ich bin nicht vom alten Volk. Aber Eris, du hörst doch bestimmt manchmal Stimmen. Bist, wenn du ganz alleine. Nein, ich höre keine. Aber ich wusste es. Ich wusste von ihren geheimnisvollen Kräften. Sie bemühte sich so sehr, sie zu verheimlichen, deshalb tat ich so, als hätte ich nie etwas bemerkt. Es ist erstaunlich, wie sie all die Jahre Shinra meiden konnte. Shinra braucht sie. Sie werden ihr wohl nichts antun. Aber warum gerade jetzt? Sie brachte ein kleines Mädchen mit hierher. Auf dem Weg hierher fand Zeng sie. Sie konnte wohl nicht schnell genug entkommen. Sie beschloss, zu Shinra zu gehen, damit das kleine Mädchen sicher war. Das muss Marlene sein. Marlene? Eris wurde wegen Marlene gefangen? Es tut mir leid, Marlene ist meine Tochter. Es tut mir wirklich leid. Du bist ihr Vater? Wie konntest du nur jemals ein Kind so allein lassen? Bitte fang nicht damit an. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, was mit Marlene geschieht, wenn... Aber du musst eins verstehen. Ich weiß auch keinen Rat. Ich will bei Marlene sein, aber ich muss kämpfen. Weil sonst der Planet stirbt. Deshalb kämpfe ich weiter. Aber ich mache mir Sorgen um Marlene. Ich will immer bei ihr sein. Siehst du, es dreht sich im Kreis. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sie schläft oben. Geh doch zu ihr. Seufzt. Es ist meine Schuld. Ich habe Eris darin verwickelt. Sage sowas nicht. Eris glaubt es nicht. Ich bin so deprimiert. Verbuggter Sound, verbuggter Text. Man schon merkt, es gibt einige Sprachzeilen, die hier nicht ganz aufgeblendet werden oder so. Das ist aber egal. Ich bin so froh, dass du okay bist. Papa, weine nicht, deine Stoppeln tun mir weh. Cloud, du hilfst Eris, nicht wahr? Du hast so viel für mich getan. Wenn du gegen Shinra kämpfst, kann ich nicht einfach hierbleiben. Ich komme auch mit. Weißt du was? Eris hat mir ganz viele Fragen gestellt. Zum Beispiel, was für ein Typ Cloud ist. Ich wette, sie mag dich, Cloud. Ich hoffe es. Ich sag Tifa nichts. Lieber Eris als Tifa daten. Es gibt noch eine Option, wo ich wahrscheinlich der Einzige bin, der die dritte Option noch lieber daten würde. Also Barrett ist, glaube ich, noch eine vierte, aber naja, das machen wir natürlich nicht. Das ist meine Schuld. So. Du wirst Eris suchen, oder? Ja. Ich gehe mit. Wir gehen direkt ins Shinra-Hauptquartier. Mach dich auf das Schlimmste gefasst. Ich weiß. Momentan habe ich das Gefühl, ich müsste bis an meine Grenzen gehen. Wenn ich hier bleibe, würde ich wahnsinnig werden. Sorry, kannst du noch ein bisschen länger auf Marlene aufpassen? Klar, das macht mir nichts aus. Hier ist jetzt gefährlich, du solltest besser woanders hingehen. Du hast recht, aber versprich mir, dass du wieder zu ihr zurückkommst. Stimmt, Marlene ist ja eigentlich kein Grund, ihr was anzutun, deswegen müsste sie sicher sein, sie ist ja nicht vom alten Volk. Lass dich bloß von niemandem umbringen. Kommen wir zum Shinra-Hauptgebäude. Es gibt keinen Zug mehr, der darauf fährt. Lass uns doch einfach zum World Market gehen. Vielleicht finden wir dort ja etwas. Wollen wir mal gucken. Wieder zurück. Nicht weiter, oder? Nee. Dö. Underneath the rotting pizza. Wo mag es ist da, wo Don Corneo wohnt? Was denn?
wir doch ein, wir müssen sie häufig einsetzen, damit die neuen Limits lernen. Vor allen Dingen Tifa und Bird. Cloud kann ja nur nichts gegen der Gegner neue Limits lernen. Haben sie das Haus gestoppt und richtig querhebt? Gibt dann bald eine Stelle im Spiel, ist immer so in 5-6 Folgen. Kann man dann, da werde ich dann Limits offscreen ganz viel trainieren. Und sobald es lohnt, dann haben wir die ganzen Limits schon. Sage ich euch dann aber, wenn es soweit ist. Dauert noch eine Weile. Habt ihr wahrscheinlich eh wieder vergessen, bis wir soweit sind. Wie sieht man hier, ist der ehemalige Sektor 6 leider verschüttet. Hier sind wir wieder im Wall Market. Der hat mittlerweile geöffnet. Kaputt. Also nicht. Ich hatte Substanzladen offen. Ich würde gerne neue Substanzen mitnehmen. Ich hätte nie geglaubt, dass Sektor 7 runterfallen würde. Alles so total verstaubt, der Himmel runterfällt. Ich muss mal wieder von vorne anfangen. Ich verkaufe wieder Substanz, sehr schön. Noch nichts wirklich Neues, aber immer. Das haben wir alles häufig genug. Kein Geld investieren. Rein. Neue Waffen kaufen. Also ihr seht da keine, weil auch keine Fassungen dabei sind. Materie anzulegen. Auch keine Möglichkeit, da AP zu ergattern. Verkaufen wir mal Objekte. Wir haben letztes Mal auch in dem Eisenbahnfriedhof der Eris super Waffe bekommen. Das ist leider Eris raus. Zur Plattform hoch, hier in meine Zinkbatterie. Willst du mir was verkaufen, was du gerade gefunden hast? Hey, das wusstest du, ich habe sie repariert. Warum brauche ich eine Batterie, um zur Plattform hochzuklettern? Das wirst du schon sehen, wenn du ankommst. 100 pro Stück? Okay, ich nehme eine. Dafür brauchen 3. Habe ich jetzt 3 bekommen? Ich glaube, die kann man 3 habe ich bekommen. Ich glaube, wenn man die Versorggeräte mit Strom, wenn man die sonst verballert, kann man die trotzdem wieder bekommen. Willst du mal was Tolles sehen? Komm mit. Genau, hier waren wir schon mal vor so einer Wand mit Graffiti. Die sind alle an diesem Kabel hochgeklettert. Unheimlich ist das. Können wir da hochklettern? Ja, das ist die Verbindung zur Oberwelt. Okay, wir klettern an dem Kabel hoch. Das schaffen wir nie. Weißt du, wie hoch es geht? Natürlich geht das. Schau, was sagst du dazu? Das ist ein ganz normales Kabel. Ach ja, für mich sieht es aus wie ein wunderbarer Strang der Hoffnung. Du hast recht, das ist der einzige Weg, der uns bleibt, um Eris zu retten. Das war ein seltsamer Vergleich, Bird, aber ich kann dich verstehen. Wir probieren's. Vielleicht die Maske speichern. Vielleicht das erste dieser Sidequests, wo ich mich gerne sehr prasselig anstelle. Das Schlimmere kommt dann aber im nächsten Gebiet. Also wir wollen zum Shinra Hauptquartier. Und am Ende dieses Weges, wo das Kabel hinführt, Ende des Dungeons, was dann nach dem Kabel folgt, folgt dann das Shinra Hauptquartier. Das ist dieses Riesengebilde, was wir schon gesehen haben, als die Platte von Sektor 7 runtergestürzt ist, hat Präsident Shinra.
oben gestanden und geguckt. Und genau das. Dieses Fenster gehört zum Schiffsquartier. Wir sind alle an diesem Kabel hochgeklettert. No mercy. Hey, ganz schön unheimlich. Was? Papa hat mir gesagt, dass Shinra denn da steckt. Oh Mann, ist das grausig. Wenn ich eine Batterie einlege, könnte der Propeller laufen. Schätze, ich muss dem Verkäufer einfach glauben. Das funktioniert. Jetzt muss man hier mit so einem Propeller nämlich Rätsel machen, um nicht mit abzuspringen. Brauche ich auch eine Batterie. Wir haben zum Glück 3 bekommen. Mal gucken. Das wird die einzige Chance sein, um auf die Schranke zu springen. Ich schaffe mir die Springe, bevor sie mir zu nahe kommt. Verwende okay zum Springen. Also das müssen wir dann immer wieder wiederholen. Wir müssen drücken, wenn die Steige ganz nach links gesprungen ist. Ja, überraschenderweise. Wir noch rüber, wir müssen noch eine Batterie einsetzen. Moment. Geht da halt. Wieder runter. So, muss ich dieses Quest nochmal machen jetzt. Wo man springen muss. Ich hatte hier noch was anderes in Erinnerung. Es gibt wieder noch ein ganz, ganz schlimmes Sidequest. Da rollen Steine auf einen zu und man muss ausweichen. Man muss aber diese Steine in der unteren Öffnung treffen, sonst rollen sie einen zurück und dann muss man den ganzen Weg wiederholen. Also wenn das ins Spiel dann kommt, da hat man es wahrscheinlich eh vergessen, wie ich das erzählt habe. Was?
stehen vor dem Shinra Hauptquartier. Hey, du sollst dich in diesem Gebäude auskennen. Ich weiß nicht, da fällt mir ein, dass ich das erste Mal, dass ich im Hauptquartier bin. Ich hab schon davon gehört. Die Stockwerke über dem 60. sind besondere Etagen. Selbst Angestellte können nicht einfach da hoch. Dort haben sie vermutlich Eris hingebracht. Die Sicherheitsvorkehrungen sind jetzt ziemlich locker. Okay, lass uns gehen. Warte einen Moment, du willst da nicht etwa direkt durch den Haupteingang gehen? Was denn sonst? Ich werde Shinra zeigen, was Sache ist und dann. So geht das nicht, wir müssen einen anderen Weg finden. Da gibt's keinen anderen Weg. Wenn wir weiter so unsere Zeit vergeuden, wird Eris. Das weiß ich, aber wenn sie uns hier erwischen, du Cloud, was sollen wir tun? Wir müssen reinschleichen. Siehst du, wir müssen vorsichtig sein, einen anderen Weg suchen. Es gibt noch einen Seiteneingang, wie ihr seht. Wenn beide Wege gehen, wahrscheinlich. Gucken, was wird denn empfohlen, welchen Weg wir gehen? Gehen vorne rein, wir wollen alle Items mitnehmen. Wir stürmen vorne rein, wir sind stark genug. Entschuldigung, aber wenn du keinen Termin hast, musst du. Brauch keinen Termin, das ist ein Notfall. Alle, die kein blaues Auge kriegen wollen, machen sich jetzt mal ganz schnell aus dem Staub. Ah, wo behalten die sich? Glaubst du, das ist Avalanche? Eindringlinge ergreift sie. Besser zaubern könnte, würde ich sie in die hintere Reihe stellen und zaubern lassen, aber sie kann ja auch nicht zaubern. Laufen wir nach ganz oben. Nehmen wir permanent unter Beschuss. Noch ein zweites Schild geben. Schildkrötenparadies. Shinra, das Motto der Woche: Die Zukunft von Shinra ist die Zukunft der Welt. Makroenergie für eine bessere Welt. Total Score ist Nummer 2. Wieder neigt sie ein harter Tag dem Ende zu. Das kann es Schöneres geben, als hier in aller Ruhe ein kühles Bier zu trinken zu lassen. Wo in Turtles Paradise? Einfach mal reinschauen. Am besten noch heute. So, räumen wir ein bisschen am Eingang auf und wenn wir dann den Aufzug nehmen könnten, geben wir aber den Hintereingang. Hintereingang bedeutet Treppen steigen. Mehr Kämpfe, aber auch mehr Spaß. Den 7 ist in Meinung übrigens ein Spiel, was relativ wenig Speicherpunkte im Vergleich zu anderen Spielen. Immer noch mehr als viele andere Teile natürlich, aber zur Nachfolge Final Fantasy ist mir das doch zu wenig. Auch das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich hätte noch Tränke kaufen sollen vorhin, als ich im Wallmarket war. Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass ich jederzeit wieder zurückrenne zum Wallmarket. Redet ihr mit mir? Nö.
ist all die Sachen aufgemacht, ohne zu fragen und... Nee, warte. Das können wir auch bald öffnen, aber jetzt nicht. Willkommen, heute haben wir was Besonderes. Hier ist Geld. Wir wollen kein Geld, Avalanche ist keine Räuberbande. Wir holen uns für das zurück, was uns dein Boss das alte Haus geklaut hat. Avalanche? Wir tun dir nichts. Kann sogar sein, dass wir dir Geld geben, wenn du uns hilfst. Ja gut, in Ordnung. Dann kaufen wir uns mal was Schönes. Zwei Zelte. Danke und wer hat uns wieder? Natürlich nicht. Jawohl. Shinra Motor Mobiles. Das heißt, wir müssen uns jetzt angucken, was... Jetzt wird uns der Fuhrpark von Shinra vorgestellt. Darum, wir sind natürlich noch im Eingangsgeschoss. Natürlich machen die auch Werbung für sich selbst. Ist ja noch frei für Besucher zugänglich bisher. Mit Mako-Antrieb. Mako ist die Energie des Planeten. Vielleicht kaufen wir es? Wahrscheinlich nicht. Jetzt gehen wir wieder raus. Oder? Jetzt die Treppen nochmal hochgehen. Die Aufzüge nehmen. Aber nicht einen Aufzug, ich habe bisher immer einen Hintereingang genommen. Wir nehmen auch weiterhin die Treppe. Einfach cooler. Gibt es mehr Kämpfer, sind es noch ein paar Items. Und das kann ja nie schaden. Das ist ein schöner Raum hier von vielen Erholungsgebieten spielen. Ich mag das überhaupt nicht. Das ist aber tiefer, um die Leute kann man Raub einsetzen. Das ist ein bisschen missverständlich zu anderen Spielen. Hier ist Raub klauen und Überfall ist Raub. In anderen Spielen ist ja klauen, einfach nur das Stehlen. Und Raub ist Stehlen und Angreifen zu machen. Das ist hier ein bisschen missverständlich. Natürlich muss man sagen, das Spiel ist älter als die anderen. Hier gibt es ja auch Feuer 2, Feuer 3 und nicht Feuer gar. Oder Feuer, sondern halt die alten. Vorsichtig die alten Zauber und deswegen gucken wir nicht, wie natürlich kein Vorwurf. Es hieß aber Final Fantasy 6 auch Feuer 3. Puh, willst du die ganze Treppe nach oben laufen? Naja, irgendwie müssen wir doch zu Eris kommen, oder? Auch Hochlauf ist ja Folter. Ich habe keine Zeit, mich mit dir rumzustreiten. Ich geh jetzt los. Aber Tifa, du kannst ja nicht allein loslaufen. Also ihr seht, das sind zwei Stockwerke 3. Wir müssen bis zum 59. Ich glaube, hier kommen auch Zufallskämpfe. Natürlich für alte Verhältnisse konnten nicht so viele Texturen in einem Block geladen werden. Deswegen müssen wir auch immer unterschiedliche... Ich glaube, weiß nicht, warum zum wir die Treppe nehmen müssen. Weil wir kein Aufsehen erregen wollen, solange wir Iris nicht gerettet haben. Falls das überhaupt möglich ist. Hehehe. Hör auf, du hörst dich ja schlimmer. Also, kämpfst du für die andere? Ich habe mir wohl ein falsches Bild von dir gemacht. Kämpfst du für andere? Mir ist egal, wie du mich einschätzt. Ich wollte nur sagen, dass ich mich vielleicht getäuscht habe.
Hehehe. Tifa ist der Flieger von beiden. Was willst du damit sagen, Tifa? Die Dialoge werden uns erspart geblieben, wenn wir nicht gelaufen wären. Wie viele Stufen sind es denn noch? Frag sie doch einfach selbst. Ist das vielleicht eine dieser Endlos-Treppen? Was meinst du? Ach, Blödsinn. Na schön, kann ja auch nicht sein, so. Jetzt bin ich in Führung, Leute. Die Etappe geht an mich. Sind wir schon da? Noch nicht. Ist auch gar kein Ausgang zwischendurch, wie man sieht. Schon da? Ich sagte noch nicht. Uff. Spar dir eine Fragerei doch. Wir sind noch lange nicht da, klar? Da ist ein Elixier. Das hat sich doch schon gelohnt. Jetzt müssen wir wirklich vielleicht da sein. Verdammt nochmal, mir reicht's. Ich kehre um. Willst du die Treppen runterlaufen? Verdammt. Mittlerweile laufen auch nur noch wir, wie es aussieht. Achso, die stehen schon da oben. Komm schon bei 30 zusammen. Ja, ja, ich weiß nur, dass ich auch nur aus Fleisch und Blut bestehe. Wenn man mal von meinem Arm absieht. Bring die mit mir um, als ob ich ein Ex-Mitglied von Soldier wäre. Und was ist mit mir? Ich bin auch nur ein Mensch. Ach, mach doch, was du willst. Ich laufe jedenfalls weiter. Hm. Ja, Barrett, du gehst als Erster. Du etwa nicht? War nicht so gemeint. Ist schon gut. Barrett hat übrigens einen Arm verloren, hat er die Maschinenarm. Deswegen sagt er, dass ein Arm nicht aus Fleisch und Blut besteht. Cloud, geh du auch voran. Angst, Tifa? Ja, in welchem Stock sind wir jetzt? Ich habe das Zählen aufgegeben. Wieso müssen die nur so hohe Häuser einstellen? Diese Shinra, was sie auch anstellen, es kommt nichts Gutes dabei raus. Immer noch nicht oben. Oh Mann, ich bin nicht geschafft. Das ist nur der Anfang, Bill. Du kannst dich jetzt schlau sein. Marlene, Fadi wollte dich noch einmal sehen. Hörst du jetzt vielleicht mal auf, dich wegen ein bisschen Treppensteigen wie ein Idiot aufzuführen? Nicht mehr lange. Oder doch? Ja, Tifa, ich gewinne. Bam. Muss mal nachsehen, was wirklich 59 Stockwerke sind. Ich komme mir nicht vor, als ob das der 6. 10er Block wäre, sonst schon viel mehr jetzt immer da. Oh, endlich geschafft. Ich hoffe, ich kriege nie wieder in meinem Leben auch nur eine Treppenstufe zu Gesicht. Oh, das gibt einem wirklich den Rest. Aber jetzt geht's ums Ganze. Machen wir uns bereit. Die Eindringlinge. Oh, andere Gegner. Scheiße. Mehrmals angreifen, weil die in die Rüstung wegbricht. Dann sind die Mann noch nicht dauern. Thank you.
gleiten und wie es auf Inlines geht, dann könnte man meinen. Der Schwierigkeitsgrad zieht ab jetzt ein bisschen an. Ich bin halt irgendwie noch underskilled, underleveled, aber es würde mich wundern. Gibt auch einen Shinra für die Stelle, wo man so leveln kann. Was ist das? Rotkarte 60. Aus welchen der vielen Aufzüge müssen wir nehmen? Mit dem einen, mit den oberen, wären wir rausgekommen hier in dem Stockwerk. Alben nach unten fahren. Legt sie so stark. Jetzt kommt es aber an, verrate ich bloß nicht. Ich hoffe, Iris geht es gut. Schön, da pennt der Wachmann. Suchst du ja kein Zutritt für Unbefugte. Jetzt kommt dieses Spiel, was ich nicht mag. Schau sie dir nur an die Wachposten. Renn darum wie auch geschickt, Jünger. Klaut, du gehst voraus. Gib uns ein Zeichen, sobald wir nachrücken können. Alles muss immer dann laufen. Wenn die laufen, kann ich, glaube ich, gehen. Leider dreimal schaffen. Dann drückt dann okay, als zeigt für die anderen. Das ist ziemlich nervig. Das ist der schwierige Teil. Ah, scheiße. Früh gedrückt, weil ich dachte, die laufen los. Okay, wir müssen wieder ganz von vorne anfangen. Eis, einmal Feuer. Einmal Blitz, das sind die auch noch. Ich hatte es ja eigentlich schon fast, nur halt eben noch fast. Nur das Gebiet ist riesig, es gibt glaube ich drei Speicherpunkte, also mal wieder ganz am Anfang.
hasse so eine Sidequest, weil ich immer sehr dumm anstelle dabei. Der erste Weg war also zu lang, da muss ich länger warten, okay. Wieder verlassen, wir machen das halt im nächsten Jahr. Ich weiß nicht, wann der nächste Speicherpunkt kommt. Ich habe eigentlich keine Zeit mehr. Ich wollte ja maximal 3 Stunden die Folge und jetzt ist schon einfach rum. Das Quest dauert ja wieder 2-3 Minuten. Und wenn, dann machen wir das beim nächsten Mal. Dann wisst ihr jetzt ungefähr, wie es funktioniert. Ich werde mich dann hoffentlich nicht so dumm anstellen. Andere Spiele ist auch, dass es mit der Zeit leichter wird. Wenn man recht oft dumm anstellt. Ah, hier kommen wir raus, okay. Nächstes Mal machen wir dann weiter. Ich verspreche nichts, aber dann hoffe ich mal, dass ich mich nicht mehr so dumm anstelle. Dass wir dann ein bisschen zügiger weiterkommen. Ansonsten, wie gesagt, ich mag die Zeit bis nicht, aber im ersten Mal habe ich mich dummer gestellt, dass ich zu früh gedrückt habe, wo ich dachte, dass ich das fertig bin. Ja, das war zwar ein bisschen unglücklich. Beim zweiten Mal, ich wusste nicht, dass der erste Weg von Barrett so lang ist, dass sie ihn verkennen. Das war's, beim nächsten Mal machen wir weiter.